Warnung. Das folgende Video dient nur zur Demonstration. Spike! Da das letzte Video einfach instant ab 18 war, hat es viel weniger Klicks bekommen als sonst. Und schaut es euch an. Das ist echt gut geworden. Ich bin angepisst. Als solltet ihr eine längere Zeit von mir mal wieder nichts gesehen haben, schaut mal in die Abo-Box. Eventuell ist da irgendwas auch von den vergangenen Videos. YouTube hasst mich. Aber Leute, bevor das Video startet, ihr seht, das Bild rauscht nicht mehr. Es flackert nicht mehr. Aber das ist nicht das einzig Neue. Merkt ihr den Sound? Ich hab jetzt auch so ein Mikro hier. Code 45 and 2 zigzags. Baby, that's all we need. We can go to the park, cap the dog, smoke that tumbleweed. Jungs, wie ihr schon im Titel lesen könnt, Stress mit Gang. Ja, in diesem Video erzähle ich euch die Story, wie ich einfach nur friedlich Weed kaufen wollte und auf dem Weg dahin mit einer achtköpfigen Gang absolut Stress angefangen habe, mit dem Outcome, dass ich den Leader komplett zerfickt habe. Aber bevor wir anfangen, machen wir die Story erstmal ein bisschen interessanter, verdammt. Das ist übrigens der Moment, wo ihr auch mitrauchen könnt. Ich distanziere mich von jeglichem Drogenkonsum. Ihr dürft natürlich nur legales Zeug rauchen. Checkmate. Super nice. Fangen wir an. Wie bereits erwähnt, ganz unspektakulär, wollte ich einfach nur Weed kaufen gehen. Der Treffpunkt von meinem Kontakt war auf so einem Parkplatz. Und auf dem Weg dahin bin ich an so einer Gruppe Jugendlicher vorbeigelaufen. Halt, Daily Shit, ne? Auf einmal sagt dieser eine Typ, hey Tim, kennst du mich noch? Ich dreh mich also so um und denk mir, wer ist der Spaß? Er kommt also auf mich zu. Hey, kennst du mich noch, Junge? Nein, wer bist du? Grundschule, Junge. Und dann ist mir wieder eingefallen. Ich kannte den vor Jahren, well, auf der Grundschule. Und damals war er schon ein Lappen. Also habe ich mir gedacht, hey, ich frag die Jungs jetzt einfach mal, ob sie Weed rauchen wollen. Ich meine, ich kann die ja gleich zu meinem Kontakt mitnehmen und ich bekomme dann noch einen Rabatt. Doppel-Win. Ah, stimmt. Ich kenne dich. Wollt ihr Weed kaufen? Und dann kam die Scheiße erst ins Rollen. Er kommt noch weiter auf mich zu. Also vorher war er noch so 3 Meter distanziert und redet so ein bisschen. Und er kommt so richtig nah auf mich zu, sodass er mir direkt gegenübersteht und sagt, was hast du da gerade gesagt, Junge? Willst du Weed kaufen? Mein Kontakt ist gerade um die Ecke. Und er wiederholt einfach nur seine Frage. Junge, was glaubst du, was du hier machst? Was ist dem sein Scheißproblem? Ich hab dich nach Weed gefragt. Also ganz im Ernst, jetzt auch nicht mehr, Junge. Ich war also da schon recht abgefuckt und wollte einfach weiterlaufen. Doch was er dann rausgehauen hat. Junge, ist auch gut so. Das hier ist nämlich meine Straße, ja? Seine Straße. Ihr müsst wissen, wir waren nicht in der Innenstadt oder so. Wir waren in einem scheiß Vorort. Da leben fast nur Rentner. Also, die Situation ist nochmal deutlich lächerlicher. Ich denke mir also, was schiebt er hier für einen Scheißfilm? Was soll das denn? Jeder normale Mensch hätte jetzt einfach gesagt, gut, komm, ist deine Straße. Ich meine, es ist doch scheißegal. Wenn du ein Gespräch mit ihm anfängst, das bringt dir nur unnötig Probleme. Du erreichst sowieso nichts und du kannst einen Fick darauf geben. Ich meine, what the fuck? Aber nicht ich. Ehrlich gesagt weiß ich selbst nicht, was an dem Tag mit mir los war, weil es wäre halt das Schlauere gewesen, einfach wegzugehen. Und ich will auch keinen von euch animieren, sowas zu machen, weil das kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Bitte versucht nachzudenken. Aber auf jeden Fall sag ich ihm jetzt, hör mir mal zu. Ich will echt keinen Stress. Aber ich lass mir nicht sagen, wo ich meinen Shit zu kaufen hab. Ich kauf da, wo ich will. Und das lasse ich mir ganz sicher nicht von dir und deinen Kollegen sagen. What the fuck? Hast du mir nicht zugehört? Das hier ist meine Straße. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ob? Und ich stand da, ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Das ist nicht dein Ernst, oder? So stumpf meine Aussage auch klang, damit wollte ich was überprüfen. Ich habe ihn nämlich so eingeschätzt wie einer, der eigentlich nur ein großes Maul hat, aber nicht viel dahinter ist, weil ich ihn so noch von der Grundschule kenne. Über die Jahre kann natürlich viel passiert sein, aber trotzdem kenne ich ihn eben so und es ist eine gute Wahrscheinlichkeit da, dass er immer noch der gleiche Lappen ist, wisst ihr? Und eigentlich wurde das nur bestätigt. Denn auf meine,
Ja, Provokation. Ich meine, ich habe ihn fucking ausgelacht. Ist er mir nur mehr auf die Pelle gerückt, also so richtig nah. So, er steht mir straight gegenüber. Und er pumpt sich so richtig auf. Er macht sich so richtig groß vor mir. Willst du Small, Junge? Und ich stehe einfach nur da und muss mir halt wirklich das Lachen verkneifen, weil es so lächerlich wirkt. Alter, pump dich nicht so auf. Du bist echt nicht groß, Mann. Junge, was laberst du? Ich bin viel größer als du. Ja, du bist größer als ich. Aber dennoch bist du ein scheiß Zwerg, Mann. Ich bin halt echt fucking klein so. Deshalb schätze ich ihn so auf 1,73. Also echt fucking klein. Ihm ist also ein bisschen aufgefallen, wie lächerlich das ist. Und er hat einen Schritt zurück gemacht, aber war mir immer noch sehr, sehr nah. Also er wollte halt fucking Stress haben so. Zumal ich ihn halt beleidigt habe. Junge, was ist mit dir? Willst du dich schlagen, Mann? Und das hat meine Theorie bestätigt. Denn wenn einer sagt, willst du dich schlagen, dann gingen ihm die Argumente aus. Und hätte er wirklich ansatzweise dicke Eier, dann hätte er es gar nicht zu dem Moment kommen lassen. Ich habe ihn jetzt schon mehrmals beleidigt. Ich merke halt, der wird mir nichts tun. Also kann ich die großen Geschütze auspacken. Mein Gott. Ich sag also so, nein Mann, ich will keinen Stress. By the way, ich will wirklich keinen Stress. Die waren zu acht. Natürlich könnten die mich ohne Problem zusammenschlagen. Aber ab dem Punkt war ich mir eigentlich schon sicher, dass sie das nicht machen werden. Nachdem ich also gesagt habe, dass ich keinen Stress will, sagt er, dann mach mal nicht so auf dicke Eier, Junge, und verpiss dich. Naja, ich bin allein. Und ihr seid zu acht. Wer hat denn jetzt hier die größeren Eier? Du? Oder ich? Wem bist du ficken? Alter, wir schlagen dich zusammen, Mann. Kapierst du das nicht, Junge? Doch, aber ich glaub's dir halt nicht. Und selbst wenn, dann hast du nur bestätigt, dass ich die dickeren Eier hab. Zu acht jemanden zusammenzuschlagen, das ist ziemlich erbärmlich. Was eigentlich auch ziemlich dumm ist zu sagen. Also ich meine, klar, es ist lächerlich, zu acht jemanden zusammenzuschlagen, aber well, es passiert. Ich habe halt wirklich nur meine Menschenkenntnis so gut eingeschätzt, dass ich da heil wieder rauskomme. Was mir auch das gezeigt hat, denn daraufhin hat er einen Schritt zurück gemacht, weil, ja, ich habe recht und es kam erstmal nichts mehr. Deshalb habe ich mich umgedreht und wollte halt einfach meinen scheiß Weed kaufen. Aber es ist noch nicht vorbei. Er hat kurz überlegt und seine ganzen Jungs umzingeln mich schon wieder. Er steht straight vor mir. Weil ich noch anmerken will, die ganze Zeit über war ich extrem locker. Also man merkt ja offensichtlich, dass er versucht hat, mich einzuschüchtern. Aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Okay, also er hat es noch nicht geschafft, aber... Ich war die Ruhe in Person. Ich stand einfach nur da und habe ganz lässig mit ihm geredet und ab und zu diese Sprüche rausgehauen, um ihn aufzuführen, wie dämlich er ist. Und demnach hat es ihn immer mehr angeheizt, weil er will mich ja einschüchtern. Aber egal, was er macht, es funktioniert einfach nicht. Und ich mache halt immer weiter. Ihr merkt, das bringt ihn in eine ziemliche Scheißlage. Und so habe ich ihm auch im Endeffekt seine ganze Ehre genommen. Dann machen wir erstmal nach einem gediegenen Bong-Rip weiter. Nach seiner geistreichen Überlegung kam also raus, okay Junge, 1 gegen 1, ich stech dich ab, Mann. Cool, zeig mir dein Messer. Digga, will er mich ficken? Das war wirklich einfach nur ich, wie ich mit diesem Typen normal reden wollte, weil ich wollte wirklich sein scheiß Messer sehen. Ihr wisst, ich liebe Messer und ich war interessiert. Auch das war aber trotzdem eine dumme Aussage, weil klar, ich provoziere ihn weiter. Und ich hatte selbst nicht mal ein Messer dabei, also ich wäre ein bisschen am Arsch. Und er war halt literally von der Situation überfordert. Er wollte mich einschüchtern und ich will sein scheiß Messer sehen. Er steht also nur da. Was? Zeig mir dein Messer. Ich will es sehen. Er packt also sein Messer aus, aber es ist weder federunterstützt noch in einer coolen Handbewegung. Nein, er macht literally diesen hier. Aber well, Messer ist Messer. Bedeutet, du kannst damit immer noch Leute abstechen. Boah. Er steht also da. Glaubst du es mir jetzt, Junge? Nein. Stich zu. Voila. Bist du lebensmüde? Ach, weißt du was? Das Leben ist so scheiße. Komm schon. Stich doch zu. Tu mir den Gefallen. Erlöse mich. Oder sind deine Eier doch nicht dick genug? Komm. Tu es doch einfach. Boy. That escalated quickly. An der Stelle muss man erwähnen, das ist schon locker über ein Jahr her
Und zu der Zeit ging es mir psychisch echt richtig scheiße. Also ich hätte wahrscheinlich wirklich kein großes Problem damit gehabt. Was natürlich meine Ausstrahlung ihm gegenüber noch intensiver gemacht hat. Aber wie gesagt, ich habe ihm das sowieso nicht zugetraut. Aber selbst wenn es dazu gekommen wäre, wäre es auch recht egal gewesen, sag ich mal. Ich meine, ich habe ihm halt literally jeden Grund dazu gegeben. Ich habe mich unübertrieben ihm so hingestellt. Ich bin ihm dann auf die Pelle gerückt. Die ganze Zeit ist er auf mich zugekommen. Dann habe ich mich aber groß gemacht. Ich habe mich vorhin gestellt. Junge, tu es! Du machst es eh nicht! Trau dich doch! Nachdem dann aber wieder nichts von ihm kam, er hat wieder einen Schritt zurück gemacht und wusste halt einfach nicht mehr, was er tun soll. Seine ganzen Einschüchterungsversuche kommen nicht bei mir an. Ganz im Gegenteil. Ich konter jeden einzelnen seiner Sprüche. Ich habe einfach zu perfekt gekontert. Es war wie im Film. Ich liebe es. Nein, wird fast abgestochen. Spacko Phoenix. Ich liebe es. Und nachdem eben nichts kam und ich die Unsicherheit in seinem Gesicht gesehen habe, habe ich gesagt, habe ich's mir doch gedacht. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Und schieb ihn so aggressiv aus meinem Weg, damit ich endlich mein Weed kaufen kann, Mann. Und wie ich so am Weglaufen bin, höre ich seine Jungs hinter mir. Scheiße, Mann, der hat dich komplett zerfickt. Der Bro ist hardcore. Was war mit dem? Der hat dich gefickt, Mann. Also halten wir fest. Er wollte mir verbieten, dass ich in seiner Straße was kaufe. Dass ich mich in dieser Straße wieder blicken lasse. Ich darf nichts mehr in diesem Eck kaufen. Ich habe ihn allerdings vor seinen 8 Jungs zerstört. Ich habe ihm seine komplette Ehre genommen und das weiß er. Auf der anderen Seite habe ich mir aber auch noch Respekt bei seinen Jungs erarbeitet. Aber da war es noch nicht ganz zu Ende. Er ist mir am selben Tag tatsächlich nochmal aufgelauert. Aber erstmal ein Bong-Rip. Ich bin also auf diesen Parkplatz gegangen, wo ich ja auch bei meinem Kontakt was kaufen will. Vorher, das hatte ich nämlich auch noch vor, bin ich aber wirklich noch einkaufen gegangen, weil deshalb haben wir uns überhaupt erst da getroffen. Ich musste eh einkaufen gehen und dann kann ich auch noch ein bisschen Weed mitholen. Ich gehe also einkaufen und während ich schon an der Kasse stehe, sehe ich, wie 3 von seinen Jungs den Laden betreten und reinlaufen. Die anderen 5 warten draußen und ich denke mir so, fuck. Ich hab halt wirklich keinen Bock auf die Scheiße. Nach wie vor, ich wollte eigentlich keinen Stress haben. Es hat sich nur so ein bisschen ergeben, aber nachdem ich ihn so zerfickt hab, war die Scheiße für mich gegessen. Aber gut, ich laufe also aus dem Laden raus und werde direkt wieder von ihm konfrontiert. Er labert irgendeine Scheiße von, hey, lass mal um die Ecke gehen und das klären, Mann. Wirklich, lass klären. Alter, wir haben nichts zu klären. Und ich gehe sicherlich nicht mit dir um die Ecke. Nein, Mann, nein, wirklich, wirklich. Nur reden. Wir wollen nur reden. Wir haben nichts zu reden. Ich klopfe ihm also so auf die Schulter, laufe an ihm vorbei und sag Peace. Und steig ins Auto von meinem Kollegen. Mein Kontakt so ganz verwirrt. Alter, was ist hier für eine Scheiße? Und ich sag halt so, ja, ich hab auf dem Weg vielleicht ein bisschen Stress mit einer Gang angefangen. Junge, was ist mit dir? Fahr einfach los. Alter, die steht vor meinem Auto. Fahr einfach los, die geht schon weg, so what the fuck. Und dann sind wir losgefahren und ich hab ihn nie wieder gesehen. Spike! Wenn man die nächste Storytime auslässt. Denn da hab ich ihn und seine ganze Gang nochmal gesehen. Und Yannick war auch dabei. Wenn ihr also wissen wollt, wie sich die Scheiße weiterentwickelt hat, nachdem ich ihm seine komplette Ehre vor seinen Kumpels aus dem Leib gerissen habe und ihn einfach so auf dem Parkplatz hab stehen lassen, obwohl er ja definitiv noch eine Rechnung offen hatte, er wollte das klären. Das seht ihr in Part 2. Der bei meiner Aktivität erst in 8 Monaten rauskommt und wir bis dahin Material für einen Part 3 haben. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und ansonsten, das war die 3. Storytime. Checkt gerne mal die anderen Videos aus, schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat und lasst bei Gelegenheit gleich noch ein Like da, verdammt. Ansonsten teilt meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace.